Healthwise Sprechstunde. Ihr habt die Fragen, unsere Experten die Antworten. Und jetzt geht es weiter mit der Frage. Wie wichtig ist es denn, wenn man, bevor man den Sport anfängt, sich zu dehnen? Und wie lange sollte man das tun? Beziehungsweise ist es eher vor dem Sport oder nach dem Sport sinnvoll? Das hängt ein bisschen davon ab, warum man diesen Sport macht. Wenn ich Leistungssportler bin und eine gewisse Leistung abrufen möchte, dann kann ein ausgiebiges Dehnprogramm im Vornherein auch leichte negative Auswirkungen haben. Jetzt so im Breitensport, im allgemeinen Sport hilft so eine Dehneinheit vor dem Sport, die Gelenke und die Muskulatur auf den Sport vorzubereiten und den Körper auch schon ein bisschen anzuregen, den Kreislauf ein bisschen anzuregen. Deswegen würde ich das wärmstens empfehlen, sich gut aufzuwärmen mit einer Dehnübung in Kombination mit einer leichten Ausdauereinheit vielleicht und dann nach dem Sport auch nochmal eine ausgiebigere Dehneinheit anzuschließen, um den Körper dann wieder runterzufahren und einfach die Muskulatur in diesen Entspannungsmodus zu bringen, dass wir da auch Verletzungen vorbeugen. Ich glaube, das ist das Wichtige, dass die Verletzungshäufigkeit am Anfang und am Ende einer sportlichen Einheit einfach am höchsten sind. Ja, und den Beginnzeitpunkt sozusagen nicht am Anfang der wirklich Aktivität zu setzen, macht man eben diese Aufwärmphase und da gehört halt auch eine muskuläre Vorbereitung dazu. Und das ist eine Dehnung, da kann man jetzt drüber streiten, wie weit oder wie stark diese Dehnung sein muss. Ja, aber es ist immer eine muskuläre Vorbereitung und dann am Ende eben auch eine Nachbereitung und sozusagen eben dem Körper wieder die Möglichkeit zu geben, etwas abzutransportieren. Ja, es lagern sich Schlackenstoffe, es lagern sich Verbrauchsprodukte sozusagen in dieser Muskulatur an. Und wenn ich das über eine sanfte Dehnung, über eine kleine Massage sozusagen, oder eben ja, dem Körper die Möglichkeit gebe, loszuwerden, das hilft einem. Und diese Dehnungseinheit sollte dann wahrscheinlich auch so ungefähr 10 bis 15 Minuten andauern? Oder was würden Sie da so pauschal Das ist sicher pauschal, ist natürlich schwierig, aber ja. Ich weiß schon, worauf Sie hinaus wollen. Das hängt ein bisschen vom Alter ab, muss man auch ehrlicherweise sagen. Je älter man wird, desto länger sollte man sich aufwärmen, vor allem auch, weil man vorsichtiger herantreten muss an die Uhr. Aber ich denke, wenn ich mich auf irgendetwas festnageln müsste und mit 10 bis 15 Minuten Dehnung plus noch Cardioerwärmung mich festlege, dann kann man mich, glaube ich, nicht angreifen. Deswegen. Ich glaube, es ist schon sehr lang. Also wenn wir mal den normalen Alltag, den normalen, für den Hausgebrauch sozusagen die sportliche Aktivität nehmen, dann ist das Aufwärmen eher 5 Minuten. Und wenn man jetzt an einen Tennisplatz denkt, wo man Freizeitsportler sieht, ja, dann wäre es schön, wenn sie da vorher eine Runde um den Tennisplatz gelaufen wären, dann nochmal die 5 großen Muskelgruppen auch wirklich bewegt hätten, dann wäre ich schon sehr froh. Dann haben Sie mal das Minimum getan. Gerne 15 Minuten. Ja, das war auch gleich die nächste Frage. Es ist natürlich dann wahrscheinlich auch sinnvoll, alle Muskelgruppen zu beanspruchen, insbesondere die man in der sportlichen Tätigkeit dann quasi beansprucht. Aber es geht wahrscheinlich um das Ganzheitliche auch von dem Körper, dass der sich dann Es geht um eine ganzheitliche Wärmung. Man soll die Durchblutung des ganzen Körpers anregen, gerade weil man sehr oft auch als Freizeitsporttreibender überhaupt nicht im Blick hat, welche Muskulatur denn überhaupt auch tatsächlich alles beansprucht wird. Wenn man jetzt das Tennisbeispiel nimmt, da heißt das, ich muss nur meinen Schlagarm aufwärmen oder auch die Beine, auch den Rumpf vielleicht von der Rotation, da ist sowieso alles mit dabei, was ich dann brauche. Also eine ganzheitliche Aufwärmung ist extrem wichtig. Definitiv. Das ist viel zu kurz gedacht, wenn man nur an den Schlagarm oder wenn man beim Skifahren nur einmal die Beine durch 2 Sprünge bewegen würde. Das ist zu kurz gedacht und das wird am Ende eher zu häufigeren Verletzungen führen. Wenn es dann schon soweit ist, dass der Muskelkater quasi eingetreten ist, was kann man denn dann am besten tun? Also sollte man sich dann wieder bewegen oder eher schonen oder nützen dann Dehnungsübungen auch noch was? Das hängt ein bisschen von dem Grad ab, wie sehr die Muskulatur schmerzen. Aber in der Regel ist leichte Bewegung immer förderlich. Das heißt, wir können den Körper unterstützen, diese ganzen Metabolite abzubauen, also die ganzen Stoffe, die
Sascha schon erwähnt hat, die anfallen während der Belastung, indem wir uns selber wieder ein bisschen belasten. Das heißt, eine ganz lockere Jogging-Einheit oder ein bisschen Radfahren, das, was man klassischerweise oder was die meisten Sportler auch direkt nach schweren Belastungen in aller Regel tun, nicht sofort Pause und die Beine hoch, sondern immer noch in Bewegung bleiben, immer ein bisschen dynamisch den Körper unterstützen. Ja, ich denke auch diese ganzen Ideen sozusagen der Massage und dieser Vibration sozusagen, ja, dass das abtransportiert wird, ja, dass sich nicht irgendwelche Klumpen in dem Sinne, so kann man sich, glaube ich, schön vorstellen, irgendwie bilden an dieser Stelle, ja, die dann noch mehr zu einer Verhärtung oder zu einem Reiz auch in der Muskulatur führen. Und das wirklich eben wegzukriegen, ist eben dieses Auslaufen so wichtig, ja, oder diese quasi kleine Nacheinheit nach dem Sport sozusagen, ja, oder eben, ja, Ruhe. Wir hoffen, euch hat dieses Video gefallen und ihr habt was ganz Neues gelernt. Wenn ja, dann lasst unbedingt ein Like da. Und wenn ihr noch mehr zu diesem Thema oder zu anderen Gesundheitsthemen erfahren wollt, dann abonniert auf jeden Fall diese Playlist, um keins der weiteren Videos zu verpassen. Übrigens könnt ihr uns auch immer eure Gesundheitsfragen zuschicken. Wer weiß, vielleicht schaffen es diese sogar in die nächste Healthwise-Sprechstunde. Wir wünschen euch alles Gute und bleibt gesund!